Justin, die Maschine läuft. Also fast. Mein Name ist Wilson. Ich bin ein Kürbis. Okay, und ich bin Tabu. Oh, schön. Gut, der Psychiater ist angerufen. Brauchst dir keine Sorgen zu machen. Bleib einfach da, still sitzen. Alles wird gut. Okay. Ja. Und warum gestikuliere ich beim Reden? Das weiß ich nicht. Hast du neuerdings eine Facecam? Nicht, dass ich wüsste. Gut. Ich bin immer auf der Suche nach Bienen und Blümchen sozusagen. Die Blumen nehme ich ja gar nicht mit. Ich suche auch noch irgendwas. Was suche ich denn? Irgendwas wollte ich machen. Ach, genau, ich wollte die Maschinerie noch einstellen, dass sie wirklich läuft. Ich dachte mir, das wäre vielleicht ganz hilfreich. Ja. Dafür brauche ich nämlich einen Filter. Das habe ich alles schon. Boah, hier ist aber auch viel. Du kommst bei mir manchmal echt scheiße an mit dem Ton. Okay, Ich wieso glaube, das? das liegt an der Verbindung. Ja, so irgendwie so Verbindungsleck, dann ist mal so kurz so ein Schrappern drin. Okay. Ja, ich Das. glaube, da ist wieder irgendwer in der Leitung. Ja, bei mir nicht. Nee, aber bei mir glaube ich. So. Gut. Ja, aber. Also du kommst bei mir auf jeden Fall normal an. So. Hast du Nö, das? nö, das ist auch Hey, mehr nö, so nö, die nö, nö, Richtung. komm ich nicht. Nee, ich meine, das ist die Richtung, die reingeht, nicht die rausgeht. Ach so, okay. Naja, dann ist das ja für mich, ist das So. ja nicht so schlimm. Ja. Extract, Insert und bei Extract machen wir einen Filter rein, sodass hier. Okay. Ach so, ich muss auf die Seite. Dass hier nur noch Weiterhin. Ah, Cobblestone da. rausgesaugt wird. Außer mal bei Insert eine andere Farbe. Denn die Maschinen werden nicht mehr versorgt, da er nicht Oh. mehr weiß, was er raussaugen soll. Oh, guck mal einer an. Glaube ich. So, bitte aussteigen, danke. Außerdem sollte hier Insert grün, genau. Er sollte jetzt hier eigentlich Cobblestone raussaugen können. Warum macht das nicht? Ha. So, Forest Princess. Und ich bin voll. Kann ich irgendwas wegwerfen, was ich vielleicht nicht brauche? Könnte. Never active, always active. Macht das jetzt? Warum arbeitet der nicht? Der hier extract braun immer. Nee, immer. Ha, so. Der hier ebenfalls extract braun. Und zwar immer. Wo war's? Hä? Ach, hier always. Die Allrage Ultra. Extract Ach, braun. jetzt. Aha. So, ich habe mich Ja. verfahren. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ah, Ich und hier bin muss auch noch ein da. Extract mit rein. Ich muss hier runter und Insert, dadurch. Extract, Braun und Always. Oder ich fahre durch den Fluss. Mal gucken. Aber doof wäre. Er arbeitet, der arbeitet nicht. Ach Ja. klar, weil ich hier den Input hier auf einer ganz anderen Seite habe. So, er arbeitet Ja, wieder. er arbeitet. Wer arbeitet? Leck. Der Polacke. Das ist ja nichts Außergewöhnliches. Nö, das stimmt. Ich meine, jeder muss ja irgendwie sein Brot verdienen. Das ist korrekt. Gut, Maschine läuft. Nein. Sie ist ziemlich laut, also in der Nähe würde ich die Blocklautstärke runterstellen, aber sie scheint zu funktionieren. Die Frage ist, ob auch hier das ordentlich aufgeteilt wird, dass auch Glas hergestellt wird. Aber mal schauen. Ja, wird es. So. Gut. So, ich komme Also, jetzt erstmal wieder nach ja. Hause. Ja, dann kannst du dir das mal angucken. Ja. Machen wir hier erstmal eine Fahrrinne. Lillipettbrecher. So. Fahre, ne? Bist du so schwer? Ich bin voll. Komplett voll. Hast wieder zu viel gesoffen. Ja, das ist korrekt. Dachte ich mir, dachte ich mir.
Was anderes kam einfach nicht in Frage. Da muss ich hin. Ich brauche jetzt mal die Kabel von RS sonst was. Wie hieß es? Was ist das denn? Ich cool. Bin hier. Ach nee, das heißt ja Refine Storage. Den bräuchte ich theoretisch. Habe ich dafür was? Oh, für fast alles. Ich brauche noch zwei Improved Prozessoren, glaube ich. Nee, das sind Basics. Okay, ein Basic und einen Improved Prozessor brauche ich. Hallo. Also einmal Start. Einmal Start. Ja, oh, du hast Kirschbäume gefunden. Ja, ist korrekt. Unter anderem. So, ich brauche Erde. Ja. Erde. Ja, okay. Erde. Mach mal. Ja. Ist okay. Warum ist hier eine zerbrochene Steinlamba-Ex im System? Weiß ich nicht. Die hat auch Gefühle. Die kannst du nicht einfach kaputt machen. Die habe ich ja nicht kaputt gemacht. Ich habe sie ja aufbewahrt bei all den anderen Sachen. Sie nicht anders behandelt. Außerdem, wer sagt denn, dass ich die da reingetan habe? Wer sonst? Wann anders? So. Machen wir mal hier. Ups. Stimmt ja, da war ja was. Da packen wir da mal ein Kabel hin. Da eins hin. Der kommt da hin. Priorität auf 10. So, was soll ich mir angucken? Steht im Hinterhof. Das, was den Krach macht. Ah, warum steht das hier draußen? Hier kommt noch eine Mauer drumrum. Dann ist das Haus auch nicht so viereckig. Ist schön. Mach das ordentlich. Mach das ordentlich hier. Ne, dass das hier. Ja, ich schließe das erstmal an, dass man vom Computer auch erreichen kann, was das Ding gerade alles herstellt. Ja, das ist auf jeden Fall hilfreich. So. Dachte ich mir nämlich auch. Hier müsste ich mal runter. Genau. So, Sleeping Bag. So, Sleeping Bag. Carpet und Wool. Huch, das hätte ins Auge gehen können. Okay, der kommt dann hier lang. Runter. Huch. Ich glaube, angeschlossen. Ne? Was? Ja. So. Müsste etwas Glas und etwas Silizium im System sein. Ja, es ist drin. Und Stein müsste auch drin sein. Ja, Stein ist auch drin. Sehr geil. Stein nehme ich aber erstmal alles raus. Und pack's dann wieder neu rein. Damit auch alles in den Schubladen ist. Noch mehr. Und wieder alles rein. Gut. Angeschlossen. So. Sand allerdings auch nur einer. Hm. Na gut, Sand wird erstmal nicht hergestellt, sondern nur die Endprodukte. Ich glaube, das ist jetzt aber auch nicht so allzu tragisch. Nee, ich brauche sowieso nur Erde und da kannst du mir eh nicht mithelfen. Also. Weiß nicht, mal nachgucken. Doch, kann ich mit Sand. Sand plus Pflanzenreste in einem Metallurgic Infuser ist dann ein Sand gleich ein Dirt. Aha. Ja. Das. Aber damit helfe ich dir nicht. Wieso? Nicht. Das ist gemein. Weil ich jetzt in eine neue Dimension rein möchte. Cotton? Nein, nicht ins Cotton. Hierhin. Oh, das ist viel leichter geworden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Flupp. Das bringe ich mal drüben mit an, da wo das Netherportal ist. So.
Willst du mir folgen? Schön. Was? Nein, wohin? Hier. Was? Was? Guck mich an, guck mich Nein, an. ich kann dich Komm nicht her. angucken. Ich stehe doch hier. Nein, ich kann dich nicht angucken. Denk dran, ich habe diesen fetten Säbel. So, was? Warum hast du einen Säbel? Wo willst du hin? Moment. Ich bin weg. Ja, ich habe dich auch nicht mehr angeguckt. Ja, ich bin weg. Aber wo bist du hin? In die Tiefe. Nein, wirklich. Deep Dark Portal. Ja. Das. Und hättest du die älteren Folgen von Doctor Who gesehen, dann wüsstest du sogar, was in diesem Deep Dark alles auf dich wartet. Vielleicht will ich das gar nicht wissen. Oh. Der hat gerade mega Leck. Ja, ich auch. Ist das vielleicht, weil du gerade ein neues Portal da oder neue Welt gemacht hast? Ja, kann sein. Aber ich werde mich hier nicht weit vom Spawn wegbewegen. Ich will einfach nur hierhin den Mob-Spawner verlegen, damit er da unten nicht so viel Krach macht. Ja. Überlebe ich das, wenn ich da reingehe? Ja, hier ist Licht. Du darfst nur nicht in den Schatten. Ha. Ich meine das ernst. Du bekommst im Schatten Schaden. Ha. Tschüss, schöne Welt. Moin. Loading Terror. Also wenn du dich nach unten buddelst zum Beispiel, also wenn du mal auf deine Map guckst oder so, dann siehst du, wir sind gerade auf Höhe 178. Es geht also noch weiter nach unten. Ja. Und unter uns ist ein riesiges Höhlensystem. Okay. Und im Schatten lauert der Tod. Außerdem ist in dieser Dimension, kann man ganz nett Loot farmen. Okay, okay. Aber vorsätzlich erstmal, im Schatten lauert der Tod. Okay, da fällt mir nur eins zu ein. Tschüss. Bringst du mal den Hammer mit? Ja. Wenn er es vorher gesagt, dann hätte ich auch gleich mitgebracht. Ja, auf jeden Fall gibt es hier halt so eine Referenz auf die Vashta Nerada aus Doctor Who. Ja. Und, naja, das sind Fleischfresser. Ha, so ist mal gut, dass ich aus Voxeln bestehe. Ja. Naja, auf jeden Fall, nee, du bestehst nicht aus Voxeln. Man kann Voxeln nämlich nicht animieren. Was? Ja. Naja, auf jeden Fall, sind die so klein und in so großen Schwärmen, dass sie einfach aussehen wie Schatten. Ah, okay. Warum bin ich jetzt hier alleine? Naja, und wenn du dann halt, wie, ach so, weil ich gerade wieder zurückgegangen bin, weil meine Spitzhacke kaputt ist. Was brauche ich eigentlich, um die zu reparieren? Ach, Eisen. Du. Also ich will da jetzt erstmal einfach nur einen Spawnerraum basteln. Da. Also im Prinzip wie der schon existiert, nur in schneller. Okay. Dass wir noch mehr Loot bekommen, weil so viel Loot, dass er über Nacht im Prinzip der Server abkackt, das ist nicht genug. Das siehst du doch wohl hoffentlich ein, ne? Ja, natürlich, das ist selbstverständlich nicht genug. Wir brauchen auf jeden Fall mehr. Ja. Ja. Gut, dass du das einsiehst. Loading Terrain. Oh, jetzt stand ich da so lange drauf, dass er mich einmal hingeteleportiert hat und dann wieder zurück. Wie krank. Offensichtlich. Dieses Portal braucht auch irgendwie ein bisschen lange. Ja, bist jetzt wieder reingegangen oder was? Ja. Bei der vorherigen Version ja, okay, war es so, gut, dass man das Portal einfach rechtsklicken machen musste. Ja. Und er lädt das Terrain, und er lädt das Terrain. Was? Und wieso? Ich bin wieder zurück teleportiert worden. Hä? Hä? Strange. Okay. Ich probier's einfach nochmal.
Wo treffen wir uns? Es kann doch nur besser werden. Wo treffen wir uns denn jetzt? Also da, okay. Im Deep Dark. Okay, alles klar. Ja, dann warte da jetzt. Komme ich da jetzt gleich hin? Ich versuche da ja zu warten. Ich gehe rein und werde sofort wieder zurückteleportiert. Ja, dann musst du dich halt wegbewegen. Ich bewege mich. Ich mache einen Schritt, aber bin dann aber sofort wieder hier. Ah, mein Ping sinkt gerade. Vielleicht sollte ich es jetzt nochmal probieren. Oh, er steigt wieder. Da war ich wohl nicht schnell genug. Aber er ist gar nicht so hoch. Also ich könnte mit dem Ping sogar gerade noch Siege spielen. Okay, das ist ja auf jeden Fall schon mal was. Okay, jetzt nicht mehr. Was also ist denn hier los? Gut. Ich weiß es nicht. Ich glaube, nein, ich habe es doch nicht geschafft. Ich gehe bei mir noch einen Schritt runter und dann werde ich trotzdem noch teleportiert. Hä? Ich wollte das Ding unbedingt da bauen. Was soll denn das? Müssen wir jetzt erst noch einen Teleporter bauen, damit man da auf andere Art und Weise rüberkommt, wo man nicht einfach wieder zurückteleportiert wird? Es scheint fast so, ne? Ja, besonders, weil ich hier bin. Stehst du vielleicht auf dem Ding? Nein. Hm. Ich versuche jetzt aber mal wieder zurückzukommen. Ja, mach mal. Das ist bei dir das gleiche, nur umgekehrt. Das was irgendwie wär lustig wäre. Mega gruselig. Nee, weil, guck mal, wenn man zurückkommt, landet man auf der Plattform daneben. Ah, ja, stimmt. Oh, warte mal. Aber, hä, was hat doch jetzt mehrfach funktioniert? Geh nochmal rein. Ich habe eine Idee. Geh mal rein und bau daneben irgendwie, dass das da auch breiter ist, dass du da zwei Blöcke entfernt von stehen kannst. Ja, das habe ich mir gerade gedacht. Okay, weil ich komme rein. So. Ja, ich komme auch rein, kann da gerade so sehen, dass ich mich noch bewege und dann war es aber schon anscheinend, dass ich da zu lang gestanden habe. Ja, also dann versuch mal. Ich habe da jetzt rumgebaut. Ja, okay. Und der Ladebildschirm. Ich drücke bereits nach vorne laufen. Mal gucken, wann das beim Server ankommt. Ah. Nee. Nee. Dann liegt das wohl an dir. Hä? Mysteriös. Aber du siehst mich aufploppen. Ja. Oder? Wenn du sagst Ladebildschirm, bist du sofort hier. Also, ich habe gerade das Portal weggerissen. Was? Oh, Alter! Was ist? Weil ich gerade wiedergekommen bin. Ja, du warst schon vorher da. Als ich das abgerissen habe, warst du. Ernsthaft? Es hat funktioniert, ich bin da. Okay. Und der Ping ist sogar noch höher als vorhin, also es lag nicht am Ping. Hm. Es war irgendwas anderes. Ich bin einfach da. Vielleicht kann immer nur einer sein in der Nähe. Wenn da jemand ist, wird er zurückgeportet. Aber hä, du warst doch eben auch da und ich bin hingeportet worden. Ich weiß nicht, was es ist. Es war merkwürdig. Einigen wir uns darauf. Ja, merkwürdig war es auf jeden Fall. Ah. So, ich darf hier mal wieder Blöcke mehrmals abbauen. Sehr, sehr seltsam. Ach ja, du wolltest mir den Hammer geben. Ja, ich komme gerade wieder. Boah, dieses ganze Teleportieren, ey, das zerreißt mich innerlich. So. Kenn ich. Da. So, Happen. Ah, stimmt, die großen Werkzeuge macht irgendwie langsamer nach oben. Jetzt weiß ich, was du meinst. Ja. Also du wählst ihn aus, dann so ganz langsam so. Da. Ich bin der Creep. Gut. Hier gibt es auch Marmor. So, welche Fläche machen wir denn dafür mal? Was meinst du, welche Fläche? Ich weiß nicht, was du da für eine Fläche brauchst dann. Also, ne? So. Eigentlich ist einfach nur, je mehr Fläche, desto mehr Viecher könntest bauen. Also, zeitgleich. Ja, gut, klar. Das ist halt so, ne? Ja, gut, dass das so ist, das ist halt so. Aber das musst du jetzt halt wissen.
Ach, immer muss ich alles wissen. Ja, das muss. Ja. Hallo, du hast doch den ersten. Ja, gut, in den meisten Fällen ist es auch so, aber. Ja, aber du hast doch den ersten Aufschwung gebaut. Also, da musst du jetzt wissen, wie viel du da. Ja, aber das war einfach nur ein Raum, wo ich den Killer da vorgestellt habe. Ja, aber du weißt doch, wie groß der war, oder nicht? Nö. Was? Den habe ich einfach nur so. Mach mal. Ja, aber du weißt doch wenigstens ungefähr, wie groß der ist. Nein. So, dann machen wir das so. Ne? So, alles gut. So. Kannst du mir noch Fackeln bringen? Nee. Oder Holz? Nee, kann ich jetzt nicht. Nee. Ich hab dir doch erzählt, was hier in der Dunkelheit passiert. Ja, aber du musst ja nicht in der Dunkelheit sein. Ich brauche hier vielleicht meine Insel. Oh. Du musst hier erst wieder zurücklaufen und dann Fackeln machen und alles. Eins, und zwei, drei. Das ist schon ganz schön viel, was du von mir verlangst. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Druck klarkomme. Ich geb dir gleich Druck. Oh, jetzt habe ich mich verbaut wegen dir. Nur wegen dir! Ich glaube, es ist auch noch hell genug. Hier spawnt höchstens was. Nicht allzu schlimm. Ich will gar nicht wissen, was da sonst noch so spawnt. Ich glaube, hier spawnen tatsächlich etwas stärkere Kreaturen. Okay. Belassen wir es dabei. Ja. Ich werde aber die Dimension nie wieder betreten. Ich baue mir hier einfach meinen Garten und dann setze ich mich hier schön unterm Baum an einen kleinen See und schaukele meine Hollywood-Schaukel. Und das war's. Ich glaube nicht, dass du eine Hollywood-Schaukel hast. Noch nicht, aber ich habe ja noch keinen See und keinen Wald. Achso. Huch. Okay. Ach ja, Ja. Die Frage ist, wie tötet man das alles? Die Frage ist, wie sieht das zeitlich eigentlich aus? Und oh, ja. Und fuck geht's da runter. Ich würde mal sagen, wir warten einfach, aber wir gucken das Ganze einfach mal bei der nächsten Folge an. Ja, machen wir das so. Dann bis denn. Ciao. Tschaußen.